Willkommen zurück zu GamerU's Tipps und Tricks zum Minimum. In dieser Episode werden wir uns auf einige Tricks konzentrieren, wie man Explosive und Cryo Sniper Rifles verwendet und diesen entgegenwirkt. Die explosive Sniper Rifles schießt verheerende, explodierende Kugeln, die einen immensen Schaden per Schuss anrichten und einen Splash Damage per Auswirkung hat. Der Primary Fire schießt eine kraftvolle, explosive Splash Damage. Versuchen Sie, das Tourette oder die Grenade zu verwenden, um einen Gegner zu treffen, welche Sie mit der Splash Damage bereits angeschossen haben. Sogar in naher Distanz kann das Feuern auf den Boden oder eine Wand eine Splash Damage gegen Ihren Feind kreieren und diese manchmal töten. Diese Sniper Rifle ist sehr gut für anliegendes Terrain geeignet, da Sie Ihren Gegner komplett verfehlen können, aber den Boden oder eine Wand in deren Nähe mit einer Splash Damage treffen können. Wir empfehlen es, Geräte wie Frag oder Napalm Grenades oder das Tourette zusammen mit diesen Sniper Rifles zu verwenden. Wenn das Primary Fire der Cryo Rifle geladen ist, wird es außerdem Eis zu ihren Schüssen hinzufügen, welches jeden Feind verlangsamt, wenn dieser getroffen wird. Diese Sniper Rifle ist sehr gut, um die Geschwindigkeit von Speed Berserkers herunterzubringen. Außerdem ist es gut, einen Gegner mit einer geladenen Cryo-Rifle zu treffen, diesen zu verlangsamen und ihn dann mit den Katanas zu erledigen. Sie benötigen noch nicht mal die Secondary Zoom Option, wenn Feinde sich in der Nähe befinden. Vermutungen anzustellen kann manchmal zu einem schnellen Killshot führen. Armor-Empfehlungen für beide dieser Sniper-Rifles ist das Tactical Armor Set. Dieses Set wird Ihnen helfen, Schaden einzustecken und erhöht den Damage Output, während Sie schießen und sich ducken. Sie sollten dem Berserker Armor Set einen Versuch mit den Sniper Rifles geben, um diesen einen zusätzlichen Boost zu erteilen. Ein Weg, diesen Snipers entgegenzuwirken, ist es, Speed und Mobility Loadouts zu verwenden. Katana Berserkers sind manchmal zu schnell für einen Sniper, um einen Schuss zu landen. Manchmal könnten Sie Glück haben und einen Sniper finden, der seine Aufmerksamkeit auf nichts anderes richtet als sein Ziel. Lassen Sie dies eine Lehre für sich sein, immer auf Ihre Umgebung zu achten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie dran für weitere Tipps und Tricks zum Minimum hier bei GamerU.